Hallo und herzlich willkommen bei The Nosy Rosie. Ich bin Alina. Falls ich mich recht erinnere, haben wir mal die Frage gestellt bekommen, wie wir dazu stehen, wenn unsere Freundin sich nicht öffentlich zu dieser Beziehung bekennen möchte, beziehungsweise sich allgemein nicht outen möchte. Ja, ich war halbwegs mal in so einer Situation damals mit meiner Ex-Freundin. Meine Ex-Freundin hat sich damals zu dem Zeitpunkt noch nie in eine Frau verliebt. Und eben hatte Angst, dass wenn ihre Freunde und Familien und so das erfahren, dass die dann halt nicht cool damit umgehen. Wir sind dann zusammengekommen und haben eben abgemacht, dass wir es erstmal geheim halten wollen. Beziehungsweise, dass es halt für sie besser wäre. Und für mich war es in Ordnung für den Anfang. Naja, es hat einen Tag funktioniert, weil ziemlich viele Menschen auf mich zugekommen sind, auch gerade in der Schule, und gefragt haben, ob da was geht bei uns und so, weil wir sehr offensichtlich miteinander rumgeturtelt haben. Ja, das habe ich ihr dann eben gesagt, dass die alle schon vermuten, dass da irgendwie mehr dahinter ist, und weil die sind ja nicht blöd. Ja, dann haben wir es am nächsten Tag öffentlich gemacht. Und die haben auch alle total cool reagiert. Also meistens ist die Angst dann noch größer. Wie gesagt, so vorerst wäre es für mich in Ordnung gewesen, das geheim zu halten. Aber so auf lange Zeit hin, na, fände ich das viel zu anstrengend. Weil wenn ich jemanden habe, so, dann möchte ich auch, dass das jeder erfährt, weil ich unglaublich stolz bin auf diese Person, mit der ich zusammen bin, und das soll dann halt auch jeder wissen. So ein Typ bin ich eher. Ja, und dann ist es natürlich schwierig, sowas geheim zu halten. Ich meine, klar kann es am Anfang vielleicht auch irgendwie ganz cool sein, so ein bisschen spannend und irgendwie geheimnismäßig, und es hat schon auch irgendwie seine Reize, aber für eine Beziehung auf Dauer, nee, ich könnte das nicht. Ich kann es auch irgendwo nachvollziehen, dass man sowas erst geheim halten will, wenn man eben Angst hat vor Reaktionen. Aber ich denke, früher oder später muss man sich trotzdem irgendwie dazu bekennen, wenn man glücklich werden will. Weil man kann es nicht sein Leben lang geheim halten, und das ist ja auch kein schönes Leben. Man führt halt dann einfach ein Doppelleben, und Doppelleben sind, würde ich mal sagen, niemals irgendwie positiv. Wenn ihr die richtigen Freunde habt, werden die sicherlich nicht irgendwie dumm drauf sein und die Freundschaft deswegen aufgeben, weil ich meine, ihr seid ja trotzdem noch ihr und es ändert sich ja nichts an eurem Charakter oder überhaupt. Vor allen Dingen fände ich den Gedanken auch schwierig, meiner Freundin das irgendwie zuzumuten. Ich meine, in jungen Jahren ist es vielleicht noch unkomplizierter, aber irgendwann, wenn die Fragen nach Hochzeit, nach Kindern und dem ganzen Kram irgendwie aufkommen, dann wird es halt nicht mehr so einfach, weil sein ganzes Leben lang komplett zu verzichten, und ich meine, irgendwann stellen die Leute ja auch Fragen so, wann hast du irgendwie, hast du mal jemanden kennengelernt und wie sieht's aus, was man halt so fragen kann. Und dann halt auch ständig lügen zu müssen, fände ich unglaublich anstrengend. Ja, das sind meine Gedanken dazu. Mich würde stark interessieren, was ihr dazu denkt, was eure Erfahrungen sind und wie es bei euch abläuft. Genau. Und bis dahin habt noch eine schöne Zeit bei dem, was auch immer ihr gerade macht. Und dann sehen wir uns im nächsten Video.